Recht herzlich willkommen zu einem YouTube-Special. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, den lieben Meinhard Bunschuh. Meinhard Bunschuh ist Zypern-Experte und wir wurden immer wieder gefragt, hey, wie sieht es aus? Habt ihr einen Experten dabei, der ein bisschen mehr über Zypern sagen kann? Und heute ist er da und ja, Meinhard, recht herzlich willkommen zum Interview. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und hoffe, dass ich ein paar informative Sachen aufklären kann. Da bin ich zu 100% überzeugt, Meinhard, dass du das kannst, weil du hast ja uns beraten in dem ganzen Auswanderungsprozess. Und da wurden immer wieder gefragt, hey, wie habt ihr das gemacht? Und dann habe ich gedacht, hey, cool, wir laden doch den Meinhard ein. Du warst ja eigentlich der Fahrenzieher im Hintergrund. Du hast ja uns alles zur Verfügung gestellt, du hast uns Checklisten gegeben. Und wir hatten einfach hier einen reibungslosen Durchgang durch den ganzen Prozess. Und deshalb bist du der Top-Experte, wenn es um dieses Thema geht. Wenn man genau weiß, wie das alles funktioniert, dann kann das tatsächlich ganz einfach sein. Ja. Wichtig ist, dass einen jemand an die Hand nimmt und eben genau die Sachen mit an die Hand gibt und auch die Partner, die funktionieren. Wir haben uns in den letzten 5 Jahren hier ein großes Netzwerk aufgebaut mit wirklich guten Partnern und die auch soweit trainiert und die Abläufe soweit strukturiert, dass das für Kunden gerade aus Deutschland, die gewohnt sind, dass die Sachen so funktionieren, wie sie auch sollen, gut funktioniert. Das geht hier nämlich auch ganz anders. Ja, definitiv. Aber das habe ich ja bei dir gemerkt. Jeder Kontakt, den du uns vermittelt hast, da hieß es, geh zu dem. Die wussten, was es geht, haben gesagt, okay, das. Und dann wurde es einfach gemacht und hat funktioniert. Und ich war erstaunt, weil am Anfang dachte ich so, okay, Zypern, das dauert ein bisschen länger. So, Leo, Mami und ich, wir kommen ja aus Deutschland oder der Schweiz. Wir dachten, ja gut, wir sind da schnell. Und ich war erstaunt, dass Zypern da eigentlich sogar noch viel, viel schneller war mit den ganzen Unternehmensgründungen und so. Es gibt hier tatsächlich sehr wenig Bürokratie. Mhm. Am Anfang hört sich das oft alles ganz viel an, weil es neue Fachwörter sind. Mhm. Und sich das für jemanden, der das eben nicht täglich macht, alles sehr kompliziert anhört. Man kann das aber sehr einfach strukturieren und auch in gute Häppchen verpacken, sodass das für den, der ankommt, möglichst stressfrei abläuft und relativ einfach funktioniert. Da haben wir uns drauf spezialisiert. Ich habe in den letzten 5 Jahren über 1000 Menschen hierher migriert und über 450 Firmengründungen erfolgreich begleitet. Okay, sodass das bei uns also Tagesgeschäft ist und wir genau wissen, wo wir auf die Knöpfe drücken oder an den Schrauben stellen müssen, dass alles reibungsfrei klappt. Meinhard, wie würdest du so deinen Job bezeichnen? So, wenn dich jemand so fragen würde, Meinhard, was machst du? Ist klar, du unterstützt natürlich die Leute, die nach Zypern auswandern wollen, aber wie würdest du so deine Stelle beschreiben oder sprich deinen Job, den du tust, so hier auf Zypern beschreiben? Also grundsätzlich, glaube ich, gibt es für diesen Job keine richtig passende Beschreibung. Wir sind so das Bindeglied für alles, also wir organisieren die Abläufe. Es ist ja tatsächlich so, dass zum Beispiel immer ein zugelassener Anwalt so eine Firmengründung machen muss oder auch es gibt eine Buchhaltungs- und Bilanzpflicht, das muss immer ein zugelassener Steuerberater machen, sodass wir eben im Prinzip die Abläufe optimieren, vereinfachen, Standards strukturieren, aber auch auf die speziellen Bedürfnisse des Kunden zugehen können. Also wir haben Kunden, die brauchen eigentlich nur einen Steuerberater, der ihre Sachen abtippt und einreicht. Wir haben andere Leute, die haben mehrere Unternehmen in verschiedenen Ländern und wir suchen dann halt den passenden Partner aus unserem Netzwerk raus, der funktioniert und das abdeckt. Grundsätzlich betreuen wir die Leute aber auch bei allen Sachen des alltäglichen Lebens, wenn es um die Schule für die Kinder geht, wenn es um, weiß ich nicht, deutsche Handwerker, ein Kfz-Meister oder Ähnliches geht, wo kann man gut einkaufen. Wir helfen bei der Wohnungs- oder Haussuche, wir helfen bei Investments, wenn die Leute hier im Immobilienmarkt anlegen wollen oder Ähnlichem, sodass das quasi eine ganzheitliche Betreuung ist, die dem Kunden ermöglicht, hier sicher anzukommen und vernünftige Partner zu bekommen, wo sie nicht zu viel bezahlen, wo sie nicht abgezogen werden, sondern dass sie hier wohlbehütet einen guten Einstieg finden. Wir organisieren regelmäßig Stammtische in der deutschen Community, dass man sich hier mit anderen Deutschen, Österreichern oder Schweizern vernetzen kann, also nicht das Gefühl hat, alleine zu sein, wenn man ankommt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor für die Menschen, wenn sie dann hierher kommen, dass sie schnell Anschluss finden und sich auch wohlfühlen. Ja, sehr, sehr wichtig. Ja. Also auf jeden Fall hier, auf jeden Fall ein ganz großes Lob und ein ganz großes Danke auch hier offiziell. Also wir haben ja schon diverse 5-Sterne-Bewertungen auch hinterlassen, weil es war einfach eine 5-Sterne-Dienstleistung, die du wirklich gemacht hast. Also wirklich von A bis Z. Das war so cool. Wir mussten uns um nichts kümmern. Es war jeder Prozess. Es war einfach wirklich einfach. Und vor allem, du warst gefühlt irgendwie 24/7 erreichbar. Also erstmal danke dafür. Und das, was mich so ein bisschen wundern nehmen würde, aus deiner Perspektive, was ist so deiner Meinung nach der Vorteil von Zypern? Warum sollte man nach Zypern gehen? Zypern hat ganz viele wesentliche Vorteile. Das wohl
Das stärkste Argument, wenn die Leute herkommen, ist die steuerliche Situation, also der finanzielle Aspekt. Je länger man hier ist, umso weiter rückt das in den Hintergrund. Der wohl wichtigste Vorteil ist, wir haben hier über 300 Sonnentage im Jahr. Man lebt gut, dieses mediterrane Klima, das tut sehr gut. Das Leben ist sehr entschleunigt, also man kommt aus diesem Dauerstress raus und kann erstmal so langsam runterfahren, auch wenn man noch viel tut. Es fühlt sich hier ganz anders an, wenn man dort arbeitet und lebt, wo andere Urlaub machen, hat man eine ganz andere Lebensqualität, sodass die meisten Leute, wenn sie eine Zeit lang hier sind, einfach merken, dass diese Lebensqualität viel mehr wert ist, als das, was man an Steuern sparen kann. Definitiv, das kann ich bestätigen. Ich bin ja jetzt gefühlt, was bin ich jetzt, also nicht gefühlt, 6, 7 Monate hier. Und ich war ja vor 2 Wochen in Deutschland und in der Schweiz. Und ich habe es kaum erwarten können zurückzukommen. Nicht nur wegen Wetter, es war einfach dieses, ich habe in der Schweiz und in Deutschland gleich gearbeitet, wie auch hier. Also wir arbeiten sehr viel, aber hier fühlt es sich wirklich leichter an. Es ist so, es geht einfacher und der Tag geht schnell auch schnell vorbei und man hat viel mehr Lebensqualität. Ja, bei mir ist das auch oft so. Ich habe oft auch sehr anstrengende Tage. Wenn ich dann aus dem Büro rausgehe und fahre mit dem Auto los Richtung nach Hause, egal wo ich den Berg runterfahre, ich sehe Palmen und das Meer. Und innerhalb von 5 Minuten habe ich so einen Switch im Kopf und bin quasi schon wieder, als fühle ich mich im Urlaub, obwohl ich den ganzen Tag gearbeitet habe. Das ist wirklich sehr angenehm. Das kann man auch schwer vermitteln oder erklären, sondern das muss man einfach fühlen und erleben. Also ich kann jedem nur raten, wenn er vorhat, auszuwandern, auch einfach mal herzukommen, auch wenn es nur für einen Urlaub ist, und sich das anzugucken, dass man mal so ein Gefühl von allem bekommt. Das ist, denke ich, eine sehr gute Sache. Und ansonsten ist es, glaube ich, auch grundsätzlich so, dass hier eigentlich alles relativ einfach organisiert werden kann, im Vergleich zu, wie man das anders kennt. Das macht es auch sehr einfach, hier gut anzukommen. Definitiv, definitiv. Spannend. Ja, es ist definitiv so, das, was du sagst, kann ich aus meiner Erfahrung so auch zu 100% bestätigen. Und ja, mega cool. Also Zypern ist wirklich ein traumhaftes Land. Also da kann man wirklich, da muss man selbst erlebt haben. Ich glaube, man kann es gar nicht auch so rüberbringen jetzt auch über das Interview. Wir versuchen es heute, aber es ist schwer. Okay, aber jetzt gehen wir mal zu einem anderen Aspekt. Man weiß ja, Zypern ist eigentlich ein steuergünstiges Land und auch steuerlich sehr lukrativ. Was sagst du dazu, Zypern, Steuern, Unterschied zu Deutschland? Der Unterschied, der ist wirklich sehr enorm. Der setzt sich aus zwei wesentlichen Blöcken zusammen. Einmal auf der Unternehmensebene. Wir haben hier nur eine Körperschaftssteuer von 12,5%. Es gibt keine sonstigen Gewerbesteuern oder anderen Abgaben. Wir haben hier weder eine GEZ, eine IHK, irgendwelche Berufsgenossenschaften oder sowas. Also auch die Bürokratie ist sehr schlank. Man kann sich wirklich voll auf sein Business konzentrieren. Das Einzige, was man machen muss, man muss die Unterlagen regelmäßig abgeben und das bezahlen, was zu bezahlen ist. Das ist auch sehr wenig. Der zweite Aspekt ist dann die private steuerliche Geschichte hier in Zypern. Es ist so, dass Zypern zwar eine hohe Einkommenssteuer hat, also kein Niedrigsteuerland oder Steuerparadies im klassischen Sinne ist. Damit ist man auch geschützt durch Doppelbesteuerungsabkommen mit sehr vielen Ländern. Es ist aber so, dass die Kapitalerträge hier steuerfrei sind. Das heißt im Wesentlichen zum Beispiel Aktiengewinne, Futures, Trading, aber auch Dividenden. Die zyprischen Limiteds basieren auf Aktienbasis. Das heißt, man schüttet sich eine Dividende aus und die Entnahme der Gewinne aus der Firma ist steuerfrei. Es gibt lediglich eine Sozialabgabe von 2,65%. Das traut man sich gar nicht sozusagen, wenn man die Verhältnisse in Deutschland oder der Schweiz gewöhnt ist. Das heißt, man kommt, selbst wenn man keine einzige Ausgabe in der Firma hat, mit einer Belastung von 15,15% hin, und das ist wirklich toll. Ja. Das ist wirklich mega cool. Und es ist, glaube ich, auch bei diesem Thema Auswandern gibt es ja auch sehr viele Fallstricke, die auf einen zukommen können. Das heißt, ich habe das schon auch oft gehört, dass einige ausgewandert sind, eben sich nicht professionelle Hilfe geholt haben und haben gesagt, ich mache das auf eigene Faust. Und dann gibt es dieses Thema Wegzugsbesteuerung und so weiter. Was sagst du zu diesem Thema? Ja, grundsätzlich ist die Wegzugsbesteuerung ein Riesenproblem. Ja. Früher war es so, dass wenn man innerhalb der EU umgezogen ist, man die Steuer für bis zu 10 Jahre stunden konnte. Danach war sie dann verjährt. Das heißt, sie ist also de facto nicht angefallen. Das wurde vor 2 Jahren geändert im Rahmen dieser Änderung der Außensteuergesetze. Jetzt kann man sie nur noch für 7 Jahre stunden. Das heißt, man muss eventuell in Deutschland ein Konstrukt aufbauen mit einer Holding oder einer Personengesellschaft. Man muss überlegen, ob man vielleicht, wenn man vermögend ist, eine Stiftung gründet und Sachen überführt oder Immobilien in eine Genossenschaft packt. Also auch dort gibt es verschiedene Möglichkeiten zu agieren und trotzdem noch ohne großen Steuerschaden, sage ich mal, sich aus Deutschland zu befreien. Das erfordert professionelle Hilfe dort vor Ort. Wir haben gute Steuerkanzleien für internationales Steuerrecht und auch Spezialisten für verschiedene Sachen wie Familienstiftungen oder eben auch Genossenschaften, sodass wir dort auch Hilfe vermitteln können auf deutscher Seite.
Grundsätzlich haben wir uns aber spezialisiert auf den zyprischen Bereich, auf die zyprischen Seite. Das ist das, was wir selber abdecken. Ja. Unsere Firma ist inhabergeführt. Das heißt, ich stehe persönlich auch den Kunden zur Verfügung. Das habt ihr auch reichlich in Anspruch genommen. Und ich glaube, ich konnte auch in fast allen Fällen euch zufriedenstellend alle Sachen beantworten, also ohne dass wir einen Experten noch hinzuziehen mussten. Also eigentlich alle. Das heißt, viele Sachen kann man einfach, wenn man genug Erfahrung hat, so gestalten, dass es gut funktioniert. Hier ist der Bürokratieaufwand sehr gering, wenn man genau weiß, welche Behörde was haben will und eben diese Sachen vorbereitet. Und das ist genau unsere Aufgabe. Okay, mega, mega. Jetzt gehen wir mal davon aus, jemand von den Zuschauern kommt zu diesem Entschluss, ich wandere aus, so, nach Zypern. Wie läuft sowas ab? Was muss man hier beachten? Was sollte man am besten tun? Sollte man das einfach auf eigene Faust machen? Und wie läuft so ein Prozess ab? Grundsätzlich ist es so, dass die meisten Leute schon bevor sie auswandern, sich natürlich schlau machen, meistens im Internet. Da ist es oft so, dass man ganz viele verschiedene Sachen liest, die sich oft auch widersprechen. Ja. Das ist gar nicht unüblich. Das hat auch damit zu tun, dass hier in verschiedenen Bezirken manche Sachen bei den Behörden anders gehandhabt werden. Manche Anwälte unterschiedlich strikt ihre Compliance oder Know Your Customer machen. Das heißt, auch da gibt es viele unterschiedliche Sachen, sodass bei einem was klappen kann, was bei einem anderen nicht klappt. Die sagen beide genau was Unterschiedliches, haben aber beide recht. Dann recht. Ja, das hat dann bei beiden genauso funktioniert, wie es war. Deswegen ist es eigentlich immer wichtig, dass man sich jemanden sucht, der einen hier betreut. Das fängt schon an bei der Wohnungs- oder Haussuche, wenn man hierher kommen möchte. Ja. Da gibt es Angebote von gut bis schlecht. Man sollte in der Regel darauf achten, dass man mit einem lizenzierten Makler arbeitet. Ich bin selber auch über ein Maklerbüro lizenziert. Das heißt, wir bieten dort auch professionelle Hilfe zu an und gucken, dass die Leute nicht an irgendwelche Betrüger oder Ähnliches geraten und versuchen, das so angenehm wie möglich für den Kunden zu gestalten, dass sie sich dann hier auch ein Zuhause finden, wo sie sich wohlfühlen und ankommen können und genießen können. Ja. Ja, das ist ja das Allerwichtigste, wenn man auswandert. Man möchte ja eine positive Veränderung haben. Man möchte genießen können und man möchte nicht noch Stress und Ärger mit all diesen Sachen haben. Das kann einem so eine Auswanderung total versauen, wenn man dort irgendwie die Sachen schon von Anfang an schieflaufen. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass man für die Steuerpflicht hier einen Wohnsitz unterhalten muss. Das kann also Eigentum sein oder eine langfristige Miete ab 12 Monate. Das ist die Grundlage für alles. Dabei unterstützen wir auch. Ja, auf definitiv. Also ich bin auch der Meinung, am besten sich Hilfe holen, weil wir haben es ja auch gemerkt, wo wir halt mit dir gesprochen haben und dann mit den Experten, die du uns ja vermittelt hast, dachte ich mir auch, okay, ist schon ein bisschen anders als in Deutschland oder in der Schweiz. Und da ist halt immer froh, anderes Land, da kann man auch langfristig auch gut schlafen. Das ist so wichtig. Ja. Ja. Okay. Wir haben das also ganz cool. Ich habe vor ein, zwei Tagen eine Umfrage gemacht auf Instagram. So, was wollt ihr so wissen? Da kam so eine Frage aus der Community. Ja, was passiert mit meiner Staatsbürgerschaft? So, ich bin Deutscher, Deutsche oder was auch immer. Wandere ich aus? Verliere ich die? Was geht da ab? Ja, also grundsätzlich behält man seine Staatsbürgerschaft natürlich, weil man dort geboren worden ist. Sprich, mit einer Auswanderung nach Zypern innerhalb der EU oder auch nach außerhalb geht erstmal per se weder die Staatsbürgerschaft verloren, noch irgendwelche Rechte oder Pflichten, die man hat. Sprich, das bleibt alles weiter so, wie es ist. Grundsätzlich kann man hier in Zypern, wenn man das möchte, nach 7 Jahren dauerhaftem Aufenthalt eine zyprische Staatsangehörigkeit beantragen, auf Wunsch. Also man bekommt die nicht automatisch einfach drüber gestülpt oder so, sondern das ist alles auf dem eigenen Willen basierend. Fassen manche ins Auge, wenn sie überlegen, ob es vielleicht eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft oder Ähnlichem gibt. Per se ist der zyprische Pass nicht wesentlich schlechter als der deutsche, was die Reisefreiheit oder Ähnliches anbelangt. Das ist aber eine sehr persönliche Entscheidung, bei der man gucken muss, ob man sie dann irgendwann trifft oder nicht. Aber grundsätzlich bleibt man natürlich weiterhin Deutscher, solange wie man das möchte und kann auch seinen Pass behalten. Ja. Einzige Zuständigkeit ist jetzt, man muss nicht mehr nach Deutschland, um den Pass zu verlängern, sondern macht das hier bei der deutschen Botschaft. Das funktioniert auch hervorragend und ist sehr unproblematisch. Ja. Okay, und die Botschaft ist dann hier in Nikosia, dann in der Hauptstadt? Genau, in Nikosia ist die Botschaft. Wenn man nicht zur Botschaft möchte, weil man zum Beispiel wie wir in Paphos leben, gibt es noch einen Honorarkonsul in Limassol, den kann man aufsuchen. Ist näher, Das ist etwas näher und klappt etwas schneller. Ja. Beim Honorarkonsul ist man auch zahlender Kunde, da wird man auch deutlich besser behandelt als lästiger deutscher Bürger bei der deutschen Verwaltung. Sodass wir in der Regel, wenn wir irgendwas an solchen Themen haben, immer empfehlen, lieber zu dem Honorarkonsul zu gehen. Cool, cool. Wir haben ja auch sehr, sehr viele Kunden oder einige, die halt diesen YouTube-Channel auch verfolgen, die halt vielleicht schon erstmal in der Selbstständigkeit stecken, die vielleicht noch angestellt sind und halt anfangen, ein eigenes Business aufzubauen.
Und das ist natürlich anders, wir haben ja vorher das Thema gehabt, Wegzugsbesteuerung, da ist natürlich dann, wenn man schon ein Business hat, ist es was anderes, wenn man etwas aufbaut. Deiner Meinung nach, wenn jetzt jemand von den Zuschauern erst gerade gründet oder gerade dabei ist, wo sollte deiner Meinung nach das Unternehmen gründen? Deutschland oder soll er gleich hier auf Zypern das machen? Das ist grundsätzlich so, dass es natürlich mehr Sinn macht, auszuwandern und hier zu gründen. Schon allein in der Startphase die Steuern, die man spart, wenn man anfängt, Gewinne zu machen. B, hat man hinterher keine Sorgen, dass der Betrieb oder der Kundenstamm mit irgendeinem Wert berechnet wird und man das dann nochmal mit einer Abschussprämie als Strafe an den deutschen Staat oder an den österreichischen oder was auch immer abführen muss. Genau, für solche Fälle macht es also durchaus Sinn. Man muss natürlich gucken, wenn man nach Zypern kommt, sollte man durchaus in der Lage sein, für die ersten 6 Monate zumindest die Wohnung und das Leben finanzieren zu können. Also nicht, dass man hier blank steht oder zum Beispiel, wenn ihr jetzt Partner habt, die bei euch gutes Geld verdienen, ist das für die natürlich sehr einfach, so einen Einstieg zu schaffen. Ganz blank auswandern sollte man in der Regel nicht, wenn man nicht entweder die Arbeit sicher hat oder ein bisschen Puffer. Okay, sehr, sehr spannend. Wir haben ja auch sehr viele, vor allem Kundinnen, wir haben bei Everlast Media haben ja auch sehr großen Frauenanteil und da kam auch immer wieder die Frage, wie sieht das aus? Wir haben Kinder, Schulen, wie ist das Bildungs-, sprich Schulsystem auf Zypern? Was kannst du dazu sagen? Ja, also das Schulsystem ist hier sehr gut. Es gibt eine kostenfreie staatliche Schule, die man in Anspruch nehmen kann. Die meisten Familien, die herkommen, schicken die Kinder, wenn sie jung sind, also bis zur 6. Klasse, in die staatliche Schule, damit sie auch Kontakt zu Einheimischen bekommen, damit die Kinder griechisch-englischsprachig in der Schule aufwachsen, also auch die Landessprache können. Ja. Bei den älteren Kindern ab der 6. Klasse ist es so, dass meist die Eltern vorziehen, sie in eine internationale Schule zu schicken. Wir haben hier bei uns in der Region Paphos 3 internationale Schulen, 2 britische und 1 amerikanische. Mit den Abschlüssen kann man dann auch international überall studieren, ohne irgendwelche Anerkennung der Prüfungsergebnisse oder Ähnliches zu machen, sodass quasi die obere Bildung oft in der Privatschule stattfindet. Ah, mega spannend. Also cool, das heißt, man kann dementsprechend auch hier auch für seine Kinder auch mehr bieten als eine normale Schule, weil ich glaube, das ist auch für viele, die auswandern, die denken auch ein bisschen anders und die wollen auch ihren Kindern dementsprechend noch mehr zurückgeben. Und da ist dementsprechend auch der Vorteil, dass man halt wirklich auch hier international aufgestellt ist und mehrsprachig aufwächst. Ja, natürlich, das ist ein sehr wesentlicher Vorteil. Cool. Wir hatten auch, auf Instagram hatte ich eine spannende Frage, wo ich gespannt bin, was du dazu sagst. Ich habe mich auch da ein bisschen informiert, aber du bist der Profi. Es gibt ja Zypern, man weiß ja, ist ja zweigeteilt. Es gibt Nordzypern, es gibt natürlich Südzypern. Und was ist so steuertechnisch? Habe ich immer so Sachen gehört, ja, weißt du, Demo Nordzypern, da kannst du steuerfrei, kannst du da auch ein Unternehmen gründen und so weiter. Und ich kenne mich da nicht aus und ich habe immer so gedacht, das kann doch nicht sein, dass Nordzypern steuerfrei ist. Deshalb bin ich jetzt gespannt. Ich kenne die Antwort jetzt wirklich nicht. Jetzt bin ich gespannt, was ein Experte dazu sagt. Ja, also grundsätzlich befassen wir uns nur mit dem Südteil und beraten auch nur zu dem Südteil. Ja. Die Republik Zypern ist Vollmitglied in der EU, also ein eigenständiges Land. Der Nordteil, der ist besetzt seit 1974, seit der Invasion von den Türken. Das ist also militärisch besetztes Gebiet. Die Türkei nennt das Türkische Republik Nordzypern. Ist allerdings nur von der Türkei anerkannt und von keinem anderen Land auf der Welt. Das heißt, es ist eine relative Grauzone. Ja. Man ist dort quasi der türkischen Gesetzgebung unterbunden. Und die kennt zum Beispiel eine Einkommenssteuer von 37%, ist also gar nicht so günstig. Ja. Es gibt auch wenig Unterscheidungen zu Gewerbeeinkünften oder Ähnlichem. Viel in der Türkei läuft noch so mit Handschlag und überall was abgeben. Das ist dort dann auch sehr ähnlich. Solange man nicht aufhält, kann das vielleicht eine Weile gut gehen. Aber ich schätze mal, dass die meisten, die sowas sagen, sich in der Grauzone bewegen. Es gibt noch eine Freezone in Famagusta. Dort wird so ein ähnliches Konzept wie in Dubai verkauft. Ah, okay. Das Problem ist halt, dass die Freezone ebenfalls wie der Nordteil von keinem Land anerkannt ist. Das heißt, man kann erstmal schön steuerfreie Rechnungen schreiben, bis der Kunde dann nach 3 Jahren die erste Steuerprüfung bekommt und das Finanzamt alle aus der Buchhaltung raushaut und nicht akzeptiert. Spätestens dann verlieren die meisten ihre Kunden und dann hat sich das auch sehr schnell erledigt mit dem neuen schönen Leben. Ja. Wenn die Einnahmen wegbrechen, ist das Auswandern dann für viele nicht mehr so schön. Aha, okay, das bedeutet, das heißt, man kann kurzfristig davon profitieren, aber die Kunden haben langfristig ein Problem dann. Ja. Okay, das ist natürlich dann nicht so schön. Ja. Ja, okay. Es gibt halt insgesamt 192 Länder auf der Erde, in denen man legal Immobilien kaufen kann, in denen man sich legal aufstellen kann. Wenn es jetzt ein militärisch besetztes Gebiet wird, frage ich mich immer, wieso muss man sich genau das aussuchen? Ja. Ja, wenn man
die Mentalität und die Kultur mag, dieses Türkische, dann kann man sich auch in Alanya, Antalya oder irgendwo dort auf der Küste niederlassen, ist auch sehr schön. Dann hat man zumindest eine Rechtssicherheit, aber diese Pufferzone und auch der Nordteil, das ist für uns ein rotes Tuch. Ja, verstehe ich. Also macht wirklich Sinn, okay? Sehr spannend, ich glaube auch für die Zuschauer sehr spannend zu sehen, weil ich hatte da auch viele Fragezeichen, aber cool, danke dir dafür. Die nächste Frage ist so diese 60-Tage-Regelung. Das gibt es ja hier auf Zypern, oder? Oder allgemein. Und du als Experte, wie funktioniert das genau? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Auf was muss man achten? Und vielleicht hören auch einige Zuschauer zum ersten Mal und denken sich, was ist das überhaupt? Ja. Und zwar bezieht sich das auf die Steuerpflicht hier in Zypern. Zypern hat ein Programm aufgesetzt, um businesstätige Geschäftsleute anzulocken und anzusiedeln. Denn es ist bekannt, dass viele davon inzwischen in der globalisierten Welt heutzutage viel reisen, viel unterwegs sind. Es gibt auch viele digitale Nomaden, die reisen und trotzdem eine Homebase brauchen und eine Steuerheimat. Deswegen ermöglicht Zypern bereits ab 60 Tagen Aufenthalt pro Jahr hier steuerpflichtig zu werden, wenn man eine Firma besitzt, also ein Unternehmen hier führt. Grundsätzlich hat das oder ist das an verschiedene Bedingungen geknüpft. Man darf zum Beispiel in keinem anderen Land steuerpflichtig sein oder werden. Sprich, es geht zum Beispiel nicht, dass du hier 60 Tage bist und dann 8 Monate in Deutschland wohnst. Ja. Also halb auswandern kennt der deutsche Staat nicht. Die meisten Steuerhochländer kennen das eben auch nicht. Da gibt es viele Fallstricke, wo man aufpassen muss. In Deutschland kann man zum Beispiel nach 2 Monaten Aufenthalt eine Steuerpflicht auslösen durch einen gewöhnlichen Aufenthalt. Das heißt, wenn man wiederkehrend immer an der gleichen Stelle übernachtet, Stichwort Boris Becker und die Zahnbürste im Hotelzimmer oder ähnliches. Es kann eben passieren, dass man durch eine verheiratete Ehefrau, die noch dort lebt, also wenn man Zutritt zu der Wohnstätte hat, oder pure Schlüsselgewalt zu einer leerstehenden Wohnung, eine Steuerpflicht auslöst. Ja. Die meisten Hochsteuerländer sind sehr kompliziert, also die USA, Kanada, das ganze Nordeuropa. Ja. In anderen Ländern, also im Süden, Spanien, Italien, Kroatien, der ganze asiatische Raum, Südamerika sind die Sachen eher sehr relaxed, da kann man bis zu 180 Tage mit dem Touristenvisum bleiben. Deswegen ist das auch sehr beliebt für diese digitalen Nomaden, dass sie hier eine Homebase haben und dann quasi die ganze Zeit reisen können. Ja. Man muss allerdings aufpassen, es funktioniert halt nicht, dass man hier die 60 oder 70 Tage verbringt oder 3 Monate und dann woanders seinen Hauptwohnsitz und seinen Lebensmittelpunkt hat. Also man muss schon zusehen, dass man den Lebensmittelpunkt hier hat. Wenn man sicher gehen will, bleibt man lieber 4 bis 6 Monate, sodass man eindeutig nachweisen kann, dass man nirgends anders noch einen Wohnsitz hat. Okay, spannend, sehr spannend. Okay, sehr eine wichtige Information, weil das wird, glaube ich, bei sehr vielen auch missverstanden. Die kennen dann, hören von dieser 60-Tage-Regelung oder denken, ja cool, ich bin 60 Tage auf Zypern und dann bin ich wieder auf Deutschland. Okay, cool zu wissen, sehr spannend. Das höre ich sehr oft und dann sind oft sehr oft die Beratungsgespräche noch schon nach 5 Minuten beendet. Das kommt eigentlich jeden Monat 2, 3 oder 4 Mal vor. Ah, okay, cool, okay, gut. Also das heißt, wenn die Zuschauer nicht vorhaben, tatsächlich auszuwandern, real und den Lebensmittelpunkt zu verlegen, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Okay, cool, super, sehr spannend. Du hast ja gesagt, ab 450 Kunden hast du schon. 51? Wie viele? Ja, wir haben fast 1000 Menschen hier migriert in den letzten 5 Jahren und fast 450 Firmengründungen erfolgreich. Firmengründungen, okay, super. Was waren so die größten Ersparnisse, die du mit deinen Kunden auch schon hingekriegt hast, dank dieser Auswanderung nach Zypern? Ja, das ist von Kunde zu Kunde sehr unterschiedlich. Das kommt natürlich darauf an, wie viel Umsatz und wie viel Gewinn man in dem Unternehmen hat und wie viel Vermögen man vielleicht privat verwaltet. Du kannst halt von ausgehen, wenn du auf Unternehmensebene schon mal 15-20% sparst und dann vielleicht noch bei der Überführung ins Privatvermögen 30, also eine Gesamtersparnis von 50% hast, kannst du dir das ausrechnen. Zum Beispiel bei einem Jahresgewinn von 100.000 Euro in Deutschland hast du 30%, also 30.000 Euro Gewerbe- und Körperschaftssteuer circa roundabout. Von den 70.000 Euro, die du dir entnimmst, zahlst du nochmal 42% Privatsteuer. Dann bist du irgendwo bei 35.000 oder 30.000 Euro, die dir übrig bleiben von 100.000 Euro. Hier in Zypern hast du auf Unternehmensebene auf die 100.000 Euro 12,5% Steuern. Das sind 12.500 Euro. Beim Entnehmen nochmal 2.650 Euro und dann hast du 85.000 Euro auf dem Konto. Da ist also eine Differenz von über 50.000 Euro, die in deine eigene Tasche wandert, mit der du dein Business aufbauen kannst, mit der du dir Wohlstand aufbauen kannst. Das ist auch ein Vermögen oder ein Turbo für das private Vermögen. Hier gibt es zum Beispiel in Zypern auch keine Besteuerung von Kapitalerträgen für Aktiengewinne, Futures, Optionen, alles, was man so traden und handeln kann, sodass auch der Vermögensaufbau und der Wohlstand, den man sich schafft und für seine Zukunft schafft, deutlich beschleunigter funktioniert, als wenn man wie in Deutschland immer noch 25 plus Soli von seinem versteuerten Geld nochmal abdrücken muss. Und da kommt ja noch obendrauf zu all dem
noch natürlich eine bessere Lebensqualität. Natürlich. Mehr Sonne, ich glaube 330 Tage, wirklich Sonne. Es gibt keinen Winter. Ich habe hier immer gedacht, warum gibt es ja keinen Reifenhandel? In der Schweiz siehst du das ja, in jedem Dorf hast du zwei Reifenhändler. Hier gibt es einfach nur Sommerreifen und fertig, weil es gibt keinen Winter. Ja, Reifenhändler gibt es ja auch. Wir haben zum Beispiel relativ gute Reifenhändler in Paphos. Da kannst du mit deinem Auto vorfahren. Ja. Das funktioniert wie bei der Formel 1. Der guckt kurz, was das für ein Auto ist. Hebebühne hoch, da kommen vier Leute, machen alles ab, alles dran. Nach 15 Minuten fährst du wieder vom Hof. Ja. Die Reifen sind zum Teil auch sehr günstig. Ich habe zum Beispiel für meinen SUV, die sind etwas teurer. Da zahle ich 120 Euro pro Rad. Vorher, als ich mit dem Kleinwagen gefahren bin, waren das 55 Euro pro Rad mit professionellem Service. Du schaffst kaum deinen Kaffee fertig und fährst schon wieder vom Hof, ohne Termin, ohne Anmeldung. Also viele Sachen funktionieren hier auch deutlich einfacher und deutlich günstiger. Oder auch zum Beispiel Autowaschen. Die Waschanlage nimmt 8 Euro für die Innen- und Außenwäsche. Du kannst in der Zeit in Ruhe dort einen Kaffee trinken, den gibt es manchmal sogar noch aufs Haus. Und das sind so Sachen, die unglaublich schön und entspannt hier funktionieren. Okay, ja, das ist wirklich so. Ja, mega cool. Und jetzt ist das so eine wichtige Frage. Viele Zuschauer denken sich, okay, klingt spannend. Zypern könnte was sein. Sie haben ja gesehen, was sie beachten müssen, um sich überhaupt zu melden. Das heißt, sie müssen wirklich den Wohnsitz verlagern wollen. Jetzt, wenn jemand sagt, okay, klingt spannend, Meinhard, wie können die Zuschauer dich kontaktieren? Das Einfachste ist, ihr werdet das wahrscheinlich auch verlinken, dass sie uns eine Kontaktanfrage schicken, entweder über das E-Mail-Formular von der Website oder direkt über meinen Calendly-Link sich einen Termin buchen. Zusätzlich haben wir noch unter einfachzypern.com, das wird wahrscheinlich auch verlinkt, einen kleinen Videokurs, der ist kostenfrei, also da gibt es auch kein Add-on, um irgendwas zu kaufen später oder drüber. Da sind so in 16 Minuten in kurzen Clips die wichtigsten Sachen, einige haben wir jetzt schon besprochen, wie die 60-Tage-Regel, Doppelbesteuerungsabkommen, wo muss man drauf achten, zusammengefasst, das kann man sich in der Vorbereitung angucken. Und im Anschluss reicht eigentlich dann ein 20-Minuten-Call, um sich kennenzulernen, zu gucken, ob es passt und um die Details der persönlichen Auswanderung, also die Sachen, die jetzt für den einzelnen Kunden die Spezialität darstellen, zu besprechen und dann eben auch alles anzugehen. Ja. Viele Kunden nehmen das gerne in Anspruch, bevor sie kommen. Ja. Dann kann man das schon vorbereiten, dann kann man schon gucken, ob man bei der Immobiliensuche hilft, was sie suchen. Ich habe einen Partner, der die Immobilien mit mir zusammen macht, den wirst du gleich auch noch ein Video zu machen. Genau. Und so können wir vorher schon aussortieren, was passieren soll. Das ist ähnlich effizient gestaltet, wie du das auch von allen anderen Sachen kennst. Du kommst einfach her. Wenn wir wissen, was du suchst, kannst du ab dem ersten Tag besichtigen fahren und so lange Objekte angucken, bis du dein Zuhause gefunden hast. Ja, also kann ich noch eine persönliche Anekdote erzählen? Ich kann mich erinnern, ich habe damals, ich will jetzt keine Namen nennen, ich will keine Leute die Pfanne hauen, ein sehr bekannter, sagen wir so, YouTuber, der ja auch hier, sagen wir so, Dienstleistungen anbietet, wie du das machst, wenn man nach Zypern kommen will. Und ich habe ja, bevor ich dich gekannt habe und über, sagen wir so, über Kontakte, eigentlich zu deinem Kontakt gekommen bin, habe ich da mal angefragt, wo ich überlegt habe, dann hatte ich mit dem einen Call, da ging eigentlich nur ein paar Sekunden, hat mich eigentlich abgefrühstückt, hat gesagt, ja, ich melde dich, ich schicke dir Unterlagen, hat er mir das nicht geschickt. Und dann habe ich mich gemeldet, da kam einfach 2 Monate nichts. Dann habe ich eben mich rumgeschaut, dann habe ich eben deinen Kontakt bekommen, was ich sehr dankbar bin. Und bei dir habe ich halt gemerkt, ich habe mich gemeldet, ich habe mich eingetragen, du hast dir Zeit genommen, du hast mich nicht einfach so nach 5 Minuten, 10 Minuten abgefrühstückt, so ja, das, was brauchst du, ich kläre das ab, hast dich bei mir gemeldet, hast mir gesagt, was ich brauche und ich wurde von Tag, also Sekunde 1, richtig gut wirklich aufgenommen und ich habe mich wirklich dementsprechend so gefühlt, hey, da kümmert sich jemand um mich. Und das ist halt nicht selbstverständlich, weil ich halt selber eine andere Erfahrung gemacht habe. Und deshalb ist das, was du tust, sehr, sehr wichtig. Weil ich glaube, viele Leute, die auswandern wollen, die stellen sich das teilweise zu einfach vor, was ich auch gemacht habe, ganz ehrlich. Ich dachte so, auswandern, ja. Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe mal einen interessanten Blog gesehen von jemandem, der das in Paraguay anbietet. Okay. Er hat seinen Blogartikel überbeschriftet mit Man hüte sich vor Sturm und Wind und Deutschen, die im Ausland sind. Ja. Da ist das wohl ähnlich. Das ist auch Wald, Wald West. Ja. Da muss man natürlich aufpassen. Ich möchte kein schlechtes Wort über irgendwelche Konkurrenten verlieren. Genau. Es hat jeder seine Daseinsberechtigung und soll das so machen, wie er möchte. Aber wir hören natürlich auch von vielen Kunden, wo irgendwas schiefgegangen ist oder so, die dann später erst auf uns zukommen, was dort so die klassischen Probleme sind. Und das sind alles Sachen, die wir versuchen zu vermeiden. Ja. Für uns ist wichtig eine gute Erreichbarkeit, persönlicher Kontakt. Ja. Wir erinnern und binden die Kunden in den Prozess mit ein. Ja. Das heißt,
Die bekommen von uns Erinnerungs-E-Mails, wenn irgendwas zu tun ist. Wir fragen vorzeitig ab, ob sie schon alle Unterlagen haben. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo man noch alles bis zu dem entsprechenden Termin hindrehen kann. Das ist unsere eigene Qualitätskontrolle. Also wir haben den Anspruch an uns selber, dass wir alles gut machen und nicht sagen, ja, der Kunde hat sich nicht gemeldet oder der hat nicht gehört oder sonst was. Gut, wenn ich einem 3 Wochen lang jede Woche eine E-Mail zur Erinnerung schicke und der meldet sich einfach nicht, dann kann man es auch nicht ändern. Aber im Wesentlichen versuchen wir, an jeder Stelle zu unterstützen, auf alles hinzuweisen, wo was ist, wann was zeitkritisch ist, sodass eben alles reibungsfrei funktioniert. Cool. Ja, das kann ich bestätigen. Also, das ist wirklich 1A-Service. Und ich glaube, die Zuschauer jetzt mitbekommen, was du machst, wenn sie mehr wissen wollen. Wir werden alles hier unten verlinken in der YouTube-Beschreibung. Die letzte Frage, die ich noch habe an dich, Meinhard. Wie siehst du die Entwicklung von Zypern? Du bist ja jetzt schon, glaube ich, 5 Jahre und länger schon auf Zypern. Wie siehst du die Entwicklung? Also ich sehe die Entwicklung hier sehr positiv. Es gibt einen massiven Zuzug, nicht nur an Deutschen oder Deutschsprachigen, sondern Zypern ist insgesamt so ein Schmelztiegel der Kulturen. Allerdings ist Zypern bei der Einwanderung sehr bemüht, darauf zu achten, dass das Leute sind, die sich selber finanzieren können. Also dass sie auch einen Mehrwert für die Community und für das Zusammenleben hier bieten. Grundsätzlich boomt Zypern auch. Wir bekommen jetzt hier in Paphos eine neue Universität, die American University of Beirut. Im Moment kommen da Investoren und kaufen 10er-blockweise Apartments. Also man merkt, dass es sehr boomt. Paphos ist jetzt nominiert für eine Tourist Smart City 2023. Das heißt, wir bekommen hier viel Touristeninformationen, Digitales. Es gibt inzwischen eine App für Parkplatzzuweisung in der Stadt. Habe ich auch schon gebraucht, cool. Wir haben sogar eine App, wo man Straßenschäden fotografieren und einschicken kann, sodass sie wissen, wann wo als nächstes saniert werden muss. Der Bürgermeister hier, der ist sehr aktiv und kümmert sich. Es werden viele EU-Fördergelder beantragt. Hier ist man also mal Netto-Empfänger und nicht Netto-Zahler all dieser Sachen und kann die Vorteile für sich selber auskosten, sodass hier ständig auch Parks und Grünflächen erneuert werden, neu gebaut wird. Man merkt, dass sehr viel Bauaktivität da ist. Also der Markt boomt richtig und das schon seit Jahren. Das flaut auch nicht ab. Wir hatten selbst während dem Corona, als der Flughafen für ganze 2 Monate dicht war und niemand einreisen konnte, nicht wirklich merklich eine Änderung an den Preisen. Also es ist nach wie vor sehr interessant, sehr attraktiv und es wird auch versucht, das so attraktiv wie möglich zu halten. Ja, definitiv. Ja, also sehr spannendes Thema. Ich danke dir für dieses wertvolle Interview, weil ich bin 100% überzeugt, dass sehr viele Zuschauer so viele Goldnuggets rausziehen konnten. Und wir verlinken auch nochmal alle diese Links, dass sie dich auch finden können. Unbedingt, also die beste und größte Empfehlung, kontaktiert Meinhard, bevor irgendjemand anders kontaktiert. Ich habe selber, nicht nur ich, sondern auch Leo und Marvin und auch viele andere, die besten Erfahrungen gemacht. Ich habe nicht ein negatives Wort gehört und ihr habt ja selber euch ein Bild machen können, wie seriös und wie genau Meinhard war. Und deshalb danke ich dir für dieses Interview und wünsche dir alles Gute weiterhin und ich danke dir auch nochmal im Namen von ganz Everlast für diesen Support, den du uns geboten hast und und wünsche dir auch dementsprechend auch weiterhin coole Zeit auf Zypern. Ich danke dir für das große Lob, für die Möglichkeit, hier gewesen zu sein und euch berichten zu können und hoffe, dass ihr euch auch weiterhin wohlfühlt. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke und bis zum nächsten Video.